Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 13. Wir sind gerade in die Einrichtung eingebrochen. Ich habe vergessen, wie sie hieß. Warte, Emerald in den Appalachen. Und ja, wir sollen die Spuds daran hindern, Alarm auszulösen. Und ne, das haben wir schon geschafft. Okay. Also ich denke mal, wir müssen jetzt leise sein. Öffne die Kisten und fang an, die Waffen zu sortieren. Wir laden den Kram in einer Stunde. Bewegt eure Hintern. Schaltet die Pop-Generatoren aus. Die jagen 10.000 Volt durch die Leitern. Okay, ja, dann sollten wir die vielleicht ausstellen. Und hier, denke ich mal, sollen wir nur mit dem Crossbow arbeiten. Weil wir für den eben relativ viel Muni bekommen haben. Sehe ich da irgendwen? Nicht wirklich, nee. Wurfmesser haben wir mal wieder. Das ist natürlich auch praktisch. Nehmen wir die doch mal. Wie viel haben wir denn davon? Nur 3 Stück. Hm. Das finde ich ja geil. Der Zaun bewegt sich sogar. Auch wenn es nur eine Datei ist, die sich die ganze Zeit hin und her schiebt. Aber trotzdem ist doch auch mal was Geiles. Ja. Ach, verdammt. Falscher Knopf. Wenn ihr die eben gesehen habt, da war irgendwer eben. Also die Fußstapfen meinte ich. Verdammt, habe ich jetzt verloren? Oder ist jetzt noch alles in Ordnung? Ne, hätte ich verloren, wäre das Spiel, glaube ich, jetzt schon... Als ob ich es nicht geschafft hätte, denke ich jetzt einfach mal. Ich brauche keine Kaliber 12 Munition. Ja, war es. Scheiße, jetzt habe ich es nicht geschafft. Okay, wie mache ich das am besten? Am besten den linken als erstes ausschalten. Der weiß nämlich nicht, wo ich direkt bin. Erneut versuchen. Dann machen wir mal. Öffne die Kisten und fang an, die Waffen zu sortieren. Wir laden den Kram in einer Stunde. Bewegt euer Hintern. Hier mal schnell rüber. Nehmen wir das Messer. Nehmen uns die Schaufel. Verdammt, hat er das gehört? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Der muss doch da gleich wiederkommen, oder? Ja, da ist er. Das war schon mal besser als davor. So, wie mache ich das jetzt in dem Raum? Als erstes hole ich mir die Sachen von dem. Ich denke mal, dazu muss ich jetzt erst den linken ausschalten. Also der eben den Alarm ausgelöst hat. Und dann den anderen. So. Hört auf zu reden. Boah, der hat aber lange gebraucht. Ich habe nur noch ein Wurfmesser, das ist aber scheiße. Ich weiß gar nicht, komme ich da vorne durch die Tür oder komme ich da nicht durch? Aber erstmal. Verdammt, daneben. Ah, ich kann nicht durch den Zaun durchschießen, das ist ja kacke. Hm, wie mache ich das dann am besten?
denke mal. Ich soll jetzt schauen, wo der lang geht. Ich sehe aber seine Fußstapfen nicht. Da sehe ich sie. Da sind sie. Wo kommt der raus? Da. So, der ist jetzt auch erledigt. Gehen wir hier mal wieder lang. Hab gar nicht auf die Uhr geguckt. Aber egal. Gehen wir hier rüber. Was konnte ich da eben aufnehmen? Eine Scheibe. Konnte ich die jetzt eigentlich werfen oder konnte ich damit einen nur erstechen? Ich weiß es gar nicht. Dazu bin ich ja nicht mehr gekommen, die auszuprobieren. Weiß gar nicht, ist da wer in dem Gebäude? Ist da niemand drin? Wo sind die nächsten Leute? Da hinten stand eben einer. Boah. Der hat einen Bolzen vor mir im Hinterkopf. Ist ja geil. Wir gehen einfach mal hier hinterm Haus lang. Ist da wer in dem Haus? Ich glaube nicht. Ne, da ist niemand im Haus. Verdammt, scheißen. Nein, oh, leck mich doch. Okay, Sachen sollte ich nicht ausprobieren, ich sollte es einfach machen. Ja, Escape, erneut versuchen. Und fang an, die Waffen zu sortieren. Wir laden den Kram in einer Stunde. Bewegt eure Hintern. Oh Mann, ey. Wurfmesser holen. Schalte die Hauptgeneratoren aus. Die jagen 10.000 Volt durch die Leitern. So, das war jetzt zwar knapp, aber egal. Der hat mich nämlich direkt gesehen, weil ich nicht gekrochen bin. Jetzt wieder warten, bis sie aufgehört haben zu labern. Das ist ja scheiße. Na, egal. So. Boah, ey. Ich kann ja auch mit Maschinengewehr schießen. Warum sagt mir das niemand? Oh. Ich dachte, dann löse ich Alarm aus. Verdammt! Scheiße! Erneut versuchen. Ja. Oh, das regt auf. Öffne die Kisten und fang an, die Waffen zu sortieren. Wir laden den Kram in einer Stunde. Bewegt eure Hintern. Muss doch ohne irgendwie Alarm auszulösen funktionieren. Habe ich jetzt aufgenommen? Ja. So, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass er mich nicht sieht. Wo ist der jetzt hin, da? Verdammt! Wieso bin ich so dumm und treffe den nicht? So, getroffen. Jetzt hole ich mir da seine Waffe und sein Zeugs wieder. Und jetzt mache ich einen auf Rambo. Hab ich noch wer mitbekommen? Nein, geil. Lade ich kurz nach. Hol mir meine Armbrust wieder. Na nein, da schieße ich jetzt nicht, ey. Hätte ich wieder nur daneben geschossen. Das wollte ich jetzt nicht. So, der ist jetzt auch erledigt. Gute Sache. So, und der da vorne rechts, der hat mich ja eben bemerkt. Okay, was probiere ich denn auch mit der...
Boah. Zum Glück hat er das nicht bemerkt. War da noch einer? Nee, ich glaube nicht. Ist da hinten gerade noch irgendwo einer? Nein. Das ist super. Ich gehe erst in dieses Haus rein und dann gucke ich weiter. Ja, das mache ich. Wenn ich da überhaupt reinkomme, ja, das tue ich. So. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Nehme ich meine Armbrust wieder. Schau dann einfach mal. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Da ich das wieder kenne, ist... Ach so, Dietrich. Der Dietrich ist cool. Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Na, machen wir einfach mal. Oh, drei... Was muss ich denn zerstören? Warte. Drei Generatoren sind noch übrig. Ich muss irgendwelche Generatoren zerstören. Ich habe da eben irgendwen gehört. Nur wo habe ich den gehört? Hm, gute Frage. Komme ich hier rein? Oh, niedrig. Nix da. Kommt der da raus oder bleibt er da drin? Ach du Scheiße. Da rechts ist noch einer drin. Hat der mich gehört? Hat er ja nicht, sonst wäre er rausgekommen. Nee. Da ist immer noch Strom drauf. Oh. Vier Stromgeneratoren. Drei sind nur noch übrig. Okay. So, mein Helm. Ja, doch, mein Helm. Boah, diese Leiter, die brummt rum. Das geht gar nicht. Ein Medkit. Geht nicht auf, das geht aber auf. Wurfmesser. Coole Sache. Und schon brummt die Leiter wieder rum. Da liegen was auch immer von dem Typen. Und wir gehen da jetzt einfach mal rein. Weil ich denke, da müssen wir jetzt rein. Verdammt. Komm. Daneben. Scheiße. Das, der hat gesessen. Scheiße. Leck mich doch. Den ich da eben noch... Der läuft da lang. Ich weiß aber nicht, wo der hingeht. So. Ich nehme mal die Wurfmesser wieder. Der hat mich eben nicht gesehen. Okay. Der ist down. Links um die Ecke scheint noch einer zu sein. Na, jetzt habe ich eins verschwendet, das gibt's nicht. So, die anderen beiden sind ja jetzt schon erledigt. Wieso gibt's hier überhaupt so viele Alarmknöpfe? In jedem Zelt sind mindestens zwei, so wie das hier aussieht. Ja, was soll ich gerade machen? Die Generatoren zerstören, ne? Hm. Was ich jetzt einfach mal hoffe, dass hier einer drin ist. Komme ich gar nicht erst rein. Okay, da ist da wohl keiner drin. Wenn ich hier keinen Tap-Tap-Tap-Tap-Tap sehe, kann ich hier auch lang rennen. Scheiße. Warum immer der jetzt stehen geblieben ist und umgedreht hat, weiß ich nicht. Entsperren.
Und ja, entsperr dich. Entsperrt. Aufmachen. So, zwei Generatoren sind noch übrig. Hiermit verabschiede ich mich wieder für diesen Part und wir sehen uns beim nächsten. Bis dann, Leute. Ciao.